Moin Moin und schön, dass ihr wieder mit dabei seid bei einer neuen Folge von Oberlecker, die vegane Kochshow. Da ich ein ausgesprochener Suppenkasper bin, ist es natürlich wichtig, dass ich immer mal wieder einen Schmortopf, eine Suppe oder einen Eintopf mache. Genau das mache ich heute auch. Es gibt einen rauchigen Räubertopf und zwar ist das ein Rezept aus meinem allerersten Buch, Hier kocht Alex. Das gibt's heute auf Augen und Ohren. Wenn euch der rauchige Zahn tropft, bleibt dran. Ich zeige euch, wie es geht. Dich erwartet hier meine vegane Küche. Genuss ohne Reue, simple Rezepte ohne Shishi mit Zutaten, die für jeden von euch überall zu bekommen sind. Ich zeige dir, wie man oberlecker mit Freude und tierleidfrei kocht. Und los geht's! Eine rauchige Note an ein Gericht kann man durch verschiedene Zubereitungsmethoden ranbekommen oder durch Rauchsalz, geräuchertes Paprikapulver. Da gibt es ja das ein oder andere oder sogar auch Flüssigrauch, Liquid Smoke. Ich werde heute zum einen Rauchsalz verwenden, aber auch das Gemüse, was hier in meinem Schmortopf oder im rauchigen Räubertopf landet, angrillen. Zumindest mache ich das mit der Süßkartoffel und mit dem Tofu. Und dafür gebe ich jetzt hier unter meine Grillpfanne Flamme. Und schnibbel mir die Süßkartoffeln, die habe ich schön sauber abgewaschen, in circa 1 cm dicke Scheiben. Ja, die Schale von der Süßkartoffel könnt ihr ohne Probleme dran lassen, wenn ihr die natürlich anständig sauber gemacht habt. In dem Fall ist das hier eine Bio-Süßkartoffel, da ist das überhaupt kein Problem. Das ganze Gericht funktioniert natürlich auch ohne eine Grillpfanne. Aber ich mag nachher in meinem Schmortopf so schön diese Grillstreifen drin. Außerdem ist das richtig, richtig lecker. So, in die Pfanne gebe ich jetzt ein kleines bisschen Olivenöl. Das ist einfach nur, dass die Süßkartoffel jetzt hier nicht dran kleben bleibt. Und werde die einzelnen Scheiben von beiden Seiten angrillen. Und zwar so lange angrillen, bis ich richtig schöne Röststreifen von beiden Seiten habe. Das ist der Hammer. Und tatsächlich mache ich das auch ganz oft einfach nur für einen Salat abends, dass ich mir eine Paprika hier in so eine Grillpfanne reinschmeiße oder auch eine Zwiebel. Richtig lecker. Ich habe mal so einen leckeren Grillkartoffelsalat gemacht. Da habe ich ebenfalls die Kartoffeln vorher hier angegrillt, habe Zwiebeln angegrillt, Artischockenherzen und erst dann den Salat zubereitet. Das gibt einfach eine ganz besondere rauchige Note und vor allem eine schöne Optik. Während die Süßkartoffel sich jetzt hier drinnen hübsch macht, nehme ich mir ein Stück Räuchertofu und schneide den schon mal in Scheiben. Dieser wird ebenfalls gleich angegrillt. Und so wie ihr das von mir kennt, auch das ist hier wieder so ein richtig schönes, grobes Gericht. Ja, das heißt, ihr könnt jetzt natürlich auch die Süßkartoffeln ein bisschen kleiner schnibbeln, den Tofu klein schneiden. Aber ich mag dann nachher, wenn ich meinen Schmortopf, meinen Eintopf auf meinem Teller habe und große Stücken habe, wo ich auch richtig was zu beißen habe. Erst dann ist ein Eintopf oder irgend sowas richtig, richtig perfekt für mich. Gut, dann bereite ich schon in der Zwischenzeit die anderen Sachen zu. Und zwar eine Zwiebel feinwürfeln. Oh, das ist hier schon ein Geruch, das ist der Hammer. So, nochmal kicken hier. Ja, herrlich. Leute, schaut euch das mal an. Hammer, oder? So muss das aussehen. Und wenn hier der Qualm nach oben steigt, dann wisst ihr, darunter bildet sich jetzt gerade Farbe, da bilden sich Röstaromen. Hammer. Und ich weiß, ich wiederhole mich, aber ich muss es nochmal sagen, alleine diese Optik nachher, wenn man das auf dem Teller hat, mit so ein paar Grillstreifen, das ist einfach genial. So, eine Zehe Knoblauch, ebenfalls fein würfeln. Und so habe ich damals meine Kinder immer so ein bisschen zum Gemüseessen überzeugt. Ja, die waren ja damals auch so ein bisschen mäkelig.
Aber wenn es einfach schön farbenfroh ist, hier irgendwie ein paar rauchige Aromen mit dabei, dann hieß das Ding auch noch Räubertopf. Ja, weil es einfach so schön grob und zusammengeschmissen ist. Das Ding haben die geliebt. Hier kommt jetzt nachher auch gleich noch ein bisschen Erdnussmus mit ran und Kakaopulver. Das sind alles Aromen, die sind einfach nur der Kracher. So, mal schauen, wie es hier drunter aussieht. Jawohl. So, die Süßkartoffeln sind soweit durch. Ein bisschen Platz machen hier. Dann lege ich die erstmal kurz beiseite. Pfanne bleibt an. Ja, mega. So macht Essen kochen Spaß. So macht Essen Spaß. Viele verschiedene Farben. Heftig, deftige Röstaromen. So muss das. Ist auch das, was ich am Grillen liebe. Ja? Also ich grille heutzutage gar nicht mehr so oft. Aber einfach so diese schönen rauchigen Aromen und Grillstreifen, ob das auf ein Stück Tofu ist, auf ein Gemüse, völlig egal. Erinnert einen immer so ein bisschen ein kleines bisschen Abenteuer draußen am Lagerfeuer oder irgendwie sowas. Immer cool. So, in die gleiche Pfanne kommt jetzt der Tofu, ebenfalls von beiden Seiten angrillen. So, mal drunter schauen hier, das geht hier recht fix, jawohl. Noch anständig Rauch auf den Räuchertofu drauf hier. Ja. So, und auch der Tofu ist fertig, da mache ich hier ganz kurz die Flamme aus und gebe den Tofu hier mit zu den Süßkartoffeln. Parke den hier kurz ab. Wenn ihr Kinder habt, ey, holt die mit in die Küche. Lasst sie einfach mit zukicken oder mitmachen. Wie gesagt, das macht so einen Spaß. Das ist einfach mal was anderes. Bunt, angeräuchert, angeknuspert mit Farben. Ganz was Genaues. So, das übrige Öl, das kann ich hier gleich mit verwenden. Dann kommt jetzt hier unter den Schmortopf Flamme drunter. Ein bisschen Olivenöl habe ich, wie gesagt, schon drinne. In das heiße Öl kommen Zwiebeln und Knoblauch und werden für ungefähr eine Minute glasig angeschwitzt. Da ich dieses Gericht hier damals wirklich für meine Kinder kreiert habe, kommt hier nichts Scharfes dran. Wer jetzt aber Bock hat auf ein bisschen Bums, auf ein bisschen Krach noch hier drinnen, der nimmt sich einfach noch eine frische Chili, schnibbelt die in feine Ringe und haut die ebenfalls mit dazu. So, während Zwiebeln und Knoblauch vor sich hinschwitzen, nehme ich mir 3 geröstete Paprika. Die genauen Mengenangaben findet ihr wie immer unterhalb des Videos. Und diese gerösteten Paprika bringen schon so viel Geschmack mit. Die sind, wie gesagt, schon vorgeröstet, gehäutet und passt ebenfalls ganz wunderbar in dieses Gericht. Ebenfalls dazu kommen Tomaten. Einfach runtervierteln, würfeln, in Scheiben schneiden, ebenfalls so, wie ihr Bock drauf habt. Und wenn Zwiebeln genau so aussehen, leicht angebräunt, ebenfalls der Knoblauch, kommen Paprika und Tomaten mit dazu. Dazu gebe ich eine anständige Prise Rauchsalz. Gerne auf 2. Wer mich kennt, weiß, dass das eins meiner absoluten Lieblingsgewürze ist. Und bei dem Essen ja sowieso passt es wie die Faust aufs Auge. Hier ebenfalls für 1 bis 2 Minuten schön mit anschwitzen. Dann kommt nachher frische Petersilie mit dran. Und die Stiele werde ich bereits mitschmoren. Das heißt, die einfach runterschnibbeln und richtig schön fein hacken.
diese rauchigen Paprika, dieses Rauchsalz. Der Hammer. So, dazu kommen die gehackten Petersilienstiele sowie die angegrillten Süßkartoffeln und Tofu. Eine Dose schwarze Bohnen inklusive dem Einweichwasser. Tomatenmark. Dazu kommt ein anständiger Schlag Erdnussmus. Kakaopulver. Kakaopulver bringt hier so eine richtig angenehme, erdige Note mit dazu. Gemahlenen Kreuzkümmel. Paprikapulver. Eine anständige Prise Pfeffer. Ein bisschen Wasser. Einmal gut durchheben das Ganze hier. Einmal anständig aufkochen, dann kommt der Deckel drauf und lasse das Ganze für ungefähr eine Viertelstunde vor sich hin köcheln. So, eine knappe Viertelstunde ist vergangen. Dann schauen wir mal rein hier. Oh. Leute, Hammer. Hammer. Richtig lecker, rauchige Aromen. Gepaart mit diesem Kakao und so eine leichte Süße durch die Süßkartoffel. Richtig, richtig lecker. So, dann mache ich jetzt hier aus. Perfekt. Ich habe in der Zwischenzeit schon ein kleines bisschen Petersilie geschnippelt. Die gebe ich jetzt hier noch mit oben drüber. Oh. Lass mir noch ein kleines bisschen was zum Anrichten. Leute, wenn das nicht ein Hammer aussieht. Das war mein rauchiger Räubertopf, beziehungsweise war er das gleich, wenn ich mich hier durchgefuttert habe. Das riecht hier richtig grandios. Hier liegen Aromen von Kakao, von Süßkartoffel, angegrillten Geschichten in der Luft. Das ist der absolute Hammer. Wie gesagt, der ein oder andere wird das Rezept eventuell kennen. Es ist aus meinem allerersten Buch, Hier kocht Alex, ein Gericht, was ich damals für meine Kinder kreiert habe. Lasst mich gerne wissen, ob euch das Video gefallen hat, wenn das nachgekocht hat, ob es euch geschmeckt hat. Und dann bis zum nächsten Mal, euer Alex. Ciao, ciao. Hammer, Hammer. Leute, macht das auf jeden Fall nach. Und lasst mich auf jeden Fall wissen, ob es euch geschmeckt hat, ob euch das Video gefallen hat. Dann bis zum nächsten Mal, euer Alex. Alter.